geht, Leute? Und herzlich willkommen zurück zur MyTeam-Karriere. Es geht in die richtig heiße Phase dieser dritten Saison. Und erstmals starten wir in ein Rennwochenende als WM-Führender. Viel besser, aber auch viel spannender könnte die Situation also gar nicht sein. Ich freue mich unheimlich auf dieses Rennen hier in Japan. Das ist eine Strecke, die ich sehr, sehr gern habe. Vor allem die ganzen schnellen Kurven machen echt eine Menge Spaß. Wir erleben hier aktuell eine der besten Karrieresaisons überhaupt vielleicht. Drei verschiedene Fahrer aus drei verschiedenen Teams kämpfen um die Fahrer-WM und diese drei Teams kämpfen auch noch um die Konstrukteurs-WM. Auch dort ist es unfassbar knapp. Also das ist wirklich einfach nur genial. Bedeutet aber auch, dass wir aufgrund der zwei Fahrer, die wir als Konkurrenten haben, uns keine Fehler erlauben dürfen. Wir müssen wirklich an jedem dieser vier Rennwochenenden, die jetzt noch kommen, voll und ganz abliefern. Und dann reicht das hoffentlich am Ende der Saison. Noch so eine Sache, die mir ein bisschen Sorgen macht, sind hier die Komponenten. Vor allem die Verbrennungsmotoren sind allesamt nicht mehr die allerfrischesten. Es kann also gut sein, dass wir dann irgendwann nochmal Gridstrafen hinnehmen müssen. Aber hier in Japan macht das natürlich gar keinen Sinn. Zuletzt in Singapur konnten wir den Kopf ja nochmal ganz gut aus der Schlinge ziehen. Aber dort war echt die Pace am gesamten Wochenende absolut nicht gut. Vor allem würde ich sagen im Qualifying. Somit hoffe ich sehr, dass das hier heute ein bisschen besser läuft. Letzte Schikane nochmal. Das war sehr, sehr vorsichtig und insgesamt die Runde war noch nicht so voll am Limit. Aber ich hoffe einfach mal, dass wir das vielleicht nicht brauchen hier in Q1. Ja, so scheint es wirklich zu sein. Erster Platz direkt mal zwischenzeitlich. Genau so muss ein Q1 laufen als Titelanwärter. Gut, Platz 11 ist jetzt noch nicht so das Wahre, aber das war hier einfach die erstbeste Runde, die wir hingelegt haben. Und die reicht direkt, um uns weiterzubringen. Pastor auch stark, gar nicht weit weg von der Spitze. Das ist ja auf den vorderen Plätzen wieder unheimlich umkämpft. Russell legt stark vor, der scheint einen Plan zu haben hier an diesem Wochenende. Wie sah es hier hinten aus? Ja, das ist so das Übliche. Krass übrigens, das möchte ich mal anmerken, wie sehr Albon abgestürzt ist, ne? Klar, AlphaTauri ist auch echt schlecht, das muss man einfach so sagen, aber wenn man sieht, was der bei seinen vorherigen Teams immer rausgehauen hat, auch bei Williams zum Beispiel, die ja auch nicht so unfassbar gut waren, dann ist das hier schon schwach. Der ist deutlich hinter seinem Teamkollegen und einfach mal letzter in diesem Qualifying, das ist echt schade. Oh yes, das war noch ein bisschen besser als vorhin und das sollte es auch sein. So eine mittlere 1,25 wäre, glaube ich, echt stabil. Genau die ist es auch. Wieder Platz 1 zwischenzeitlich. Let's go, das ist ein sehr cleanes Qualifying bisher. Aber wir tun hier auch nur gerade so das Nötigste. Das war jetzt noch nichts Weltbewegendes. Darauf kommt es aber erst in Q3 an. Da müssen wir dann wirklich zeigen, was drin steckt. Das zeigt Pastor hier direkt mal. Platz 1 in Q2. Mal sehen, ob er das aufrechterhalten kann. Die drei Fahrer hinter ihm allerdings keine Zehntel dahinter. Das wird sehr, sehr hart umkämpft sein gleich. Ich hoffe, dass wir uns auch noch steigern können. Denk schon, dass da noch ein bisschen Zeit drin steckt. Aber eine halbe Sekunde, boah, das wird kein Kinderspiel. Die Runde hier war schon echt stabil. Oh ja, guter Start schon mal in dieses Q3. Das ist natürlich wichtig, um nicht mit dem zweiten Run gleich den vollen Druck zu haben. Oh, das ist sogar richtig gut. Zwischenzeitliche Pole Position, Platz 1. Damit habe ich jetzt nicht ganz gerechnet. Aber die anderen kommen auch nicht so ganz an die Zeiten von vorhin ran. Pastor hatte eine 25-0 in Q2.
das wird eine ganz enge Nummer. Wer sichert sich die Pole Position? Valtteri Bottas oder wir? Valtteri Bottas oder wir? Sind wir? Pole Position hier in Japan. Eine von ganz, ganz wenigen nur bisher in dieser Karriere. Come on. Oh, das tut echt gut. Was für eine geile Runde zum Abschluss. Ey, was man mit diesem Auto im ersten Sektor machen kann, das ist nicht normal. Also das Ding, das klebt da auf der Straße. Das habe ich so noch nie erlebt. Boah, am Ende sind sogar 2 Zehntel Vorsprung auf Valtteri. Ja, krass, aber die anderen sind ja auch nicht so ganz ans Limit rangekommen in Q3. Pastor zum Beispiel wäre mit seiner Zeit aus Q2 vorhin, mit der er Erster war, hier Zweiter. Und auch nur echt knapp hinter uns. Das war ja eine 25-0, die er dort rausgehauen hat. Hier ist es eine 25-5 für unseren Teammate und somit dann direkt nur Platz 7. Ja, genial, also besser geht's nicht. Das ist eine Top-Ausgangsposition wirklich fürs Rennen. Perez auch nur Dritter, Russell sogar nur Zehnter. Der ist ja überhaupt nicht in Fahrt gekommen, ist 4 Zehntel weg vom 9. Platzierten überhaupt mal. Das ist natürlich die Chance, diese WM-Führung direkt ein bisschen auszubauen, nachdem wir sie zuletzt übernommen haben. Aber das wird kein Kinderspiel. Die werden hier alle mit Sicherheit gut drauf sein und jeder wird diesen Sieg haben wollen. Das ist doch mal ein schöner Anblick, eine leere Strecke da vor uns, wenn der Mechaniker mal zur Seite gehen würde. Das hatten wir noch gar nicht so oft, somit hoffe ich sehr, dass es gelingt, das auszunutzen. Medium Hard wird vorgeschlagen, Medium Hard machen wir auch und dann geht's jeden Moment rein in das 4. letzte Rennen dieser Saison. Ich sag's nochmal, Fehler sind jetzt wirklich verboten. Das muss jetzt in jedem Rennen nahezu perfekt sein, zumindest die Dinge, die wir beeinflussen können. Ansonsten entgleitet uns diese WM ganz schnell, dafür sind die anderen einfach zu gut vor. Vor allem Checo in letzter Zeit und die sind auch zu nah dran. Diese WM-Führung, die kann heute schon direkt wieder weg sein und zwar sowas von. Rein geht's direkt in diesen großen Preis von Japan. Ich freue mich sehr drauf. Und damit hat die Einführungsrunde in Japan begonnen. Diese Strecke ist sehr beliebt bei den Fahrern, die sich wahrscheinlich alle auf das Rennen freuen und hier einen starken Eindruck hinterlassen wollen. Typisch guter Start, wäre heute enorm wichtig. Ich möchte diese Pole auf jeden Fall verteidigen in Runde 1. Und das gelingt direkt. Bottas nicht mit dem Hauch einer Chance hier irgendwie anzugreifen in diese erste Kurve hinein. Sehr, sehr wichtig. Die beiden Red Bulls, also vor allem Perez, interessanterweise auf harten Reifen. Und die komplette zweite Hälfte des Feldes auf Soft. Sonst alle auf Mediums. Also denke ich mal, dass wir mit diesen Mediums echt nicht ganz so verkehrt hier liegen. Oh, vorsichtig jetzt. Die KI ist immer stark in dieser ersten Runde. In der müssen wir Valtteri auf jeden Fall hinter uns halten. Und dann kann es hoffentlich gelingen, hier so ein bisschen wegzufahren und dieses Rennen vielleicht an uns zu reißen, möglichst früh. Das möglichst früh zu kontrollieren, das wäre so der beste Fall. Ähnlich wie wir es zum Beispiel in Spa gemacht haben. Gut, da kann man es nicht ganz zählen wegen dieser Kollision. Aber ich hoffe, dass das hier von der Performance hier etwas Spa-ähnliches wird. Und ich meine, bisher gibt es keinen Grund, da nicht dran zu glauben. Das ist schwierig, jetzt erstmal auf dieses vollgetankte Auto klarzukommen, nachdem das im Qualifying so federleicht war und nachdem man dort machen konnte, was man will. Bottas kommt hier ganz gut ran, auf der Gerade in Richtung 130R, aber da sollte er nichts probieren können. Sehr, sehr gut. Erste Runde schon mal in Führung liegend überstanden. Noch 26 weitere und dann sieht es sehr, sehr gut aus in der WM. Oh, Valtteri aber stark hier auf Start und Ziel. Fahren wir mal so ein bisschen Kampflinie. Nicht, dass der auf die Idee kommt, was zu probieren in Kurve 1. Ja, so langsam ist der nicht. Wenn das DRS gleich aktiviert ist und er es dann noch haben sollte, dann wird das echt unlustig auf Start und Ziel. Aber es ist halt zum Glück hier in Japan auch nur Start und Ziel. Andere DRS-Zonen gibt's ja nicht. Ja, nee, also Valtteri lässt nicht so ganz locker, aber von Perez auf harten Reifen können wir uns so ein bisschen lösen. Das ist auch wichtig, der darf nicht mit harten Reifen hier so nah an uns dran sein. Ansonsten wird es im zweiten Stint ganz, ganz ungemütlich. Oh, ich glaube, ungemütlich wird es aber jetzt schon. Bottas in Richtung 130R wieder stark. Der Topspeed von McLaren ist sowas von da. Wir dürfen uns hier nicht ausruhen. Sind zwar auf Platz 1, aber das ist bei weitem noch nicht safe oder irgendwas. Im Gegenteil sogar. Ich würde gerade fast behaupten, dass wir nicht unbedingt die schnellsten sind. So sieht das zumindest aus, so wie die da hinten Druck machen können. An die schnellste Rennrunde geht auch direkt an Checo mit diesen harten Reifen. Jetzt sind wir mal so ein bisschen weggekommen von Valtteri. Ich habe aber tatsächlich den Eindruck, dass gar nicht mal dieser letzte Sektor der so starke für uns ist, sondern eigentlich eher der Rest. Das war ja vor allem im letzten Spiel immer ganz extrem hier im letzten Sektor. Da hat man der KI teilweise eine Sekunde abgenommen und auf dem Rest der Runde war man langsamer. Aber jetzt, nee, also das kommt mir echt umgekehrt vor. Wir sind aber fast rausgekommen aus dem DRS und neue schnellste Rennrunde auch. Come on, so muss es weitergehen.
Mal einmal raus aus diesem DRS und dann habe ich die Hoffnung, dass Bottas und Checo sich da gegenseitig miteinander beschäftigen. Tsunoda dahinter ist auch nicht so weit weg. Das würde uns dann erlauben, hier noch weiter wegzukommen. Aber solange Bottas das DRS hat, wird Checo halt nicht angreifen können. Und was natürlich aus einer WM-Sicht gar nicht mal so schlecht wäre, aber aus einer Sicht dieses Rennen hier gewinnen zu wollen, glaube ich schon. Oh yes, das sieht doch jetzt mal ganz gut aus. Nach 4 Runden haben wir es, glaube ich, geschafft. Kein DRS mehr für Bottas. Aber es gilt natürlich weiter zu pushen. Der kann jederzeit wieder reinkommen in dieses Sekundenfenster. Das ist voll auf der Kippe. Jetzt ist er sogar wieder knapp drin. Ja gut, wir müssen uns ja aber gar nicht so deutlich absetzen. So ein Abstand, wie wir ihn jetzt haben, ist schon ausreichend, dass Bottas zumindest mal nicht angreifen kann. Boah, so ein Checo auf Mediums im zweiten Stint. Das wird, glaube ich, eine ganz, ganz gefährliche Nummer für uns. Der kann echt erstaunlich gut mithalten in dieser Anfangsphase. Das habe ich so nicht erwartet. Ja, was heißt nicht erwartet? Ihm muss man das schon zutrauen, ja. Aber das ist nicht optimal, dass der mit harten Reifen hier noch so nah dran ist. Ja, aber gut, das bringt gar nichts dazu, sehr drauf zu schauen. Wir müssen das beeinflussen, was wir können. Und das ist es hier halt vorne, so schnell zu fahren wie möglich. Vor allem keine Fehler zu machen. Und zu hoffen, dass das dann gut genug ist am Ende. Reifen machen sich bemerkbar jetzt mittlerweile. Runde 8, wann ist denn der Stopp geplant? In 13. Oh, und vorne haben wir schon fast 30%. Das ist nicht so perfekt. Ah, und es fühlt sich auch nicht mehr perfekt an. Vor allem im ersten Sektor fehlt da so ein bisschen was an Grip. Und dadurch ist auch Bottas jetzt wieder sehr nah dran. Boah, so langsam ist das echt nicht mehr schön. Bottas nach wie vor unmittelbar dran. Nach wie vor allerdings ohne einmal irgendwie was versucht zu haben. Der war auch an so einer entscheidenden Stelle noch nie nah genug dran. In der ersten Runde war es ein paar Mal knapp. Ich glaube in der zweiten auch oder so. Aber danach schon echt länger nicht mehr. Hoffentlich bleibt es dabei. Und Checo kommt jetzt natürlich ans Leben. Jetzt sind nämlich diese Mediums tot und seine harten Reifen wahrscheinlich im Vergleich sogar ein bisschen schneller. Oh, ich habe Angst vor dem Boxenstopp. Jetzt ist es soweit. Runde 13. Wie geplant, wir probieren da nichts Komisches. Halten uns einfach wirklich an das, was sich vom Team da am Anfang irgendwie gedacht wurde. Und hoffen vor allem, dass kein Fehler passiert beim Boxenstopp. Die letzten 3 Rennen in Folge, wenn ich mich nicht irre, hatten wir jeweils den Fehler, der uns so 2 bis 3 Sekunden gekostet hat. Wenn das heute passiert, fallen wir einfach von Platz 1 zurück auf Platz 4 oder so. Das wäre wirklich brutal. Das darf nicht passieren. Bitte, bitte macht das normal. Wie sonst auch immer. Das kann ja nicht sein, dass jetzt zum 4. Mal was schief geht, oder? Nein, es geht nichts schief. Okay, okay, 2,5, das ist sehr solide. Wir bleiben vor Bottas, der zeitgleich drin war. Perez und Tsunoda sind noch draußen geblieben. Aber wir bekommen jetzt den Undercut und sollten somit eigentlich davor bleiben. Perfekt freie Fahrt hier auch. Einer der Ferraris kommt da jetzt in Kurve 1 angeschossen. Aber der ist zu weit dahinter. Sehr, sehr gut. Puh, das war mir aber wichtig. Also, um ehrlich zu sein, bin ich fast davon ausgegangen, dass wieder was schief läuft. Das hätte irgendwie gepasst. Aber nein, diesmal ist das Team da. Auch das Team ist bereit, dieses Rennen hier zu gewinnen. Jetzt liegt's an uns. Jetzt müssen wir das noch 13 Runden lang so machen, wie wir es im ersten Stint gemacht haben. Und dann sieht's sehr, sehr gut aus. Oh, Bottas allerdings stark drauf auf dieser Outlap hier. Das könnte mal der erste wirklich richtig ernsthafte Angriff von Valtteri werden in diesem Rennen hier. Aber außen in 130, er wird das natürlich schwer haben. Das haben wir nochmal gut verteidigt. Denn noch eine beachtliche Pace vom Finnen jetzt in dieser Phase. Während jetzt alle anderen drin sind, die das noch nicht getan haben. Unter anderem auch Checo. Der fährt gar nicht mal so viel länger mit seinen harten Reifen. Nächster Versuch jetzt von Bottas. Oh. Oh ne, der zieht aber zurück. Ah, stimmt, das ist das Ding der KI hier in Kurve 1. Die ziehen das so früh zurück, manchmal bremsen fast für diesen ersten Rechtsknick, für den man gar nicht mal unbedingt bremsen muss. Und dadurch konnte Bottas das jetzt nicht durchziehen. Hätte es natürlich da außen ohnehin schwer gehabt. Also vielleicht war es auch besser, dass er das so gemacht hat. Tsunoda jetzt in der Boxenstopp-Phase vorbei an Perez. Aber oh, der jetzt natürlich auf Mediums. Das wird ganz interessant. Wieder letzter Sektor, sehr, sehr schön. Dadurch auch direkt etwas mehr Puffer zu Bottas. So einen Vorsprung brauchen wir, so an die 8, 9 Zehntel oder so. Wenn der nämlich die ganze Zeit unmittelbar hinter uns ist, boah, weiß ich nicht, ob das gut geht. Dann hat man so einen Riesendruck und dann wird wirklich jeder Mini-Fehler direkt bestraft. Oh, neue schnellste Rennrunde, aber Bottas kann nachlegen, der ist auch schnell. Es scheint hier echt gegen Valtteri zu gehen, zumindest erstmal. Wir können uns nämlich absetzen von Tsunoda. Und der hat gar nicht mal so einen Megadruck von Perez. Da ist schon ein kleiner Abstand zwischen den beiden. Okay, was heißt kein Megadruck? Das sind so 5, 6 Zehntel oder so. Ist jetzt kein Riesenvorsprung für Yuki. Aber ich habe erwartet, dass Perez noch schneller sein würde mit diesen Mediums.
Was schnell ist, Checo. Neue schnellste Rennrunde jetzt von ihm. Ja, das wird echt nochmal richtig spannend. Ich bin sehr froh, dass hier bisher nicht so viel passiert, was irgendwelche Angriffe oder so angeht. Weil so komfortabel fühle ich mich hier gar nicht. Das wirkt vielleicht so, weil wir die ganze Zeit führen. Aber mir ist schon bewusst, dass das jederzeit schief gehen kann. So nah, wie die da hinter uns sind. Und zwar alle drei. Aber ich bin so ein bisschen stolz auf mich gerade, dass hier keine Fehler passieren. Also das ist wirklich so ein Druck, das gibt's gar nicht. Aber irgendwie kommen wir hier echt gut zurecht damit. Das scheint nicht zu schaden. Und nach wie vor kam noch nichts Ultra-Zwingendes von Bottas. Man muss auch dazu sagen, das erwähne ich gerne nochmal, das Auto, ey. Boah, ist das gut. Ohnehin ist dieses Handling dieses Jahr schon super geil. Das macht so viel Spaß zu fahren. Und dann mit den ganzen Upgrades noch, ey, wow. Das ist wirklich, das könnte das beste Auto sein, was wir je hatten in so einer Karriere, würde ich behaupten. Also klar hatten wir schon öfters voll geupgradete Autos, aber kombiniert mit so einem geilen Handling, noch nicht so oft, vielleicht in F1.20 oder so. Das ist schon wirklich mega. Und Japan ist halt auch so eine Strecke, auf der man das wunderbar ausnutzen kann. Mit diesen ganzen High-Speed-Kurven, mit vielen Kurven, in denen man sich einfach eine Menge trauen muss, um schnell zu sein. Das hat mir in Singapur so ein bisschen gefehlt. Vielleicht waren wir auch deswegen dort so langsam, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das hier wieder eine andere Geschichte. Eine Sache, die mir auch die ganze Zeit im Kopf rumschwirrt, ist der Kollege hier. Ich wollte es eigentlich nicht erwähnen, aber ich mache es ruhig mal. Falls es dann passiert ist, ist es, glaube ich, nämlich umso lustiger. Wir hatten schon lange keinen Motorschaden mehr. Ich glaube, der letzte und einzige in dieser Saison war in Silverstone. Ich hatte das die ganze Zeit im Gefühl, dass es heute passiert, aber jetzt fehlen nur noch 5 Runden. Also kommen wir vielleicht heute auch noch ohne davon. Das wäre natürlich genial und unfassbar bitter, wenn es passieren würde. Also das will ich hier gar nicht schönreden. Ich hoffe, dass der noch wartet, dieses eine Rennen. Bitte, bitte mach's beim nächsten Mal irgendwo in Katar oder so, wo wir eh meistens nicht so toll unterwegs sind. Das wäre mir sehr viel lieber als heute. Ja gut, oder am besten passiert's gar nicht mehr, ne? Das wäre auch so eine ganz schöne Option. Aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass wir eine komplette Saison mit nur einem Motorschaden durchkommen. Das wäre schon krass. Oh, Bottas! Ganz stark jetzt mal hier auf Start und Ziel. Das habe ich fast nicht erwartet. Der war nämlich gar nicht so viel näher dran als sonst immer. Ja, das ist aber so ein ganz netter Weckruf. Wir müssen weiterhin aufmerksam sein. Letzte Runde gleich und somit letzte Chance jetzt mit Bottas, mit dem DRS auf Start und Ziel. Aber der Puffer, den wir haben, sieht eigentlich ganz vielversprechend aus. Letzte Runde jetzt hier in Japan. Das Auto scheint zu halten. Halten auch wir. Halten wir das wirklich fehlerfrei durch 27 Runden lang. Wir waren nicht einmal viel mehr als eine Sekunde vor Bottas. Es waren ein paar Runden lang mal so 1,1, 1,2, dass er zumindest kein DRS hatte. Aber ansonsten war der das ganze Rennen über direkt hinter uns. Genauso wie Tsunoda und Perez. Letzte Runde jetzt. Viele Chancen wird er nicht mehr bekommen. Wenn überhaupt, dann nochmal in die Schikane hinein. Das war eigentlich im gesamten Rennen nie wirklich kritisch. Obwohl er schon einmal ganz nah dran war, so vor 130R, als wir da fast nebeneinander eingebogen sind. Das könnte natürlich nochmal kritisch werden. Spoon Corner gleich, muss nochmal vollpassen. Da müssen wir perfekt durchkommen. Aber das ist nicht so leicht. Ich finde echt diese zwei Kurven hier, oder ist es das eine, keine Ahnung. Das ist so mit die schwierigste Kurvenkombination, wenn man es so nennen möchte, hier auf dieser Strecke. Da wirklich eine gute Linie, einen guten Ausgang zu erwischen, ist alles andere als leicht. Alles an ERS jetzt wegballern. Oh, Bottas nochmal mit einem genialen Windschatten. Oh, kann er das durchziehen da außen? Rad an Rad geht's in der letzten Runde durch 130R hindurch. Bottas zieht zurück außen, das schafft er nicht. Kampflinie für die Schikane. Ja, nicht verbremsen, ja, nicht irgendwas Komisches machen. Schön langsam werden hier am Scheitelpunkt, dass Bottas kein Switchback gelingt. Boah, ist das nochmal spannend geworden hier am Ende. Aber wir halten dem Druckstand. Letzte Kurve, Sieg hier in Japan. 25 Punkte, die auf unser Konto gehen. Perez nur Vierter, Russell nur Fünfter. Das sind fette Zähler, die wir gut machen auf unsere WM-Rivalen. Come on, oh, das war stark. Das war eine richtige Nervenprüfung hier heute. Aber wir haben sie sowas von bestanden. Und wie? Die Gesichter der drei Bestplatzierten sehen unglaublich glücklich aus, während sie sich auf das Podium begeben. Sie alle hätten den Sieg verdient gehabt.
Boah, da ist das Ding. Zwei Fahrer am Ende innerhalb von der Sekunde hinter uns. Bottas unter 2 Zehntel sogar. Das war echt eine ganz, ganz knappe Nummer. Aber sehr, sehr geil, dass wir es geschafft haben. Sehr wichtige Punkte für die WM. Russell mit einem starken Comeback, würde ich sagen, nach diesem schwachen Qualifying. Und der war jetzt auch am Ende gar nicht mehr weit hinter diesen Top 4 hier, in denen wir ja auch waren. Also echt gut gemacht von ihm. Pastor Platz 10. Ja, ich glaube, bei ihm merkt man in dieser Saison so allmählich, dass seine Limits erreicht sind. Der hat jetzt ein Top-Auto und wirklich regelmäßig oft ausnutzen konnte er das nicht. Also ich glaube, ja, mehr kann diese KI von ihm einfach nicht, weil ich meine, das Auto ist super und der wird hier trotzdem nur Zehnter hinter Piastri sogar im Aston, was jetzt eigentlich keine Konkurrenz sein sollte, so unbedingt. Aber ja, gut, dennoch hatte der auch hier und da seine Highlights in dieser Saison und wird sie vielleicht auch noch haben, wer weiß. Ich finde es übrigens ganz interessant, dass McLaren jetzt am Ende dieser Saison so stark wird. Die waren am Anfang nämlich so schwach, dass die in der WM keine Rolle spielen, aber die sind jetzt so gut, dass die halt uns drei WM-Kandidaten hier regelmäßig wirklich ärgern können und dass die regelmäßig einigen von uns hier Punkte wegnehmen, wie jetzt Perez und Russell, wie in Singapur durch Tsunodas Sieg zum Beispiel. Das ist echt sehr interessant. Mal schauen, wo die sich am Ende noch so hin platzieren können in der WM. Ah, da sieht man es ja, die sind nur 9. 10. Also das kam echt in den letzten Rennen erst, dass die so richtig gut sind. Die WM sieht jetzt so aus. 24 Punkte Vorsprung vor George Russell, 29 vor Sergio Perez. Das ist zum ersten Mal etwas bisschen komfortableres. Aber wir haben noch 3 Rennen vor uns, darunter 2 Sprints in Katar, wo es eh nie so gut lief, und in Brasilien auch nochmal der Sprint. Außerdem geht es dann noch nach Portimao zum Finale, wo wir noch gar nicht unterwegs waren in dieser Karriere. Also das ist nichts zum Ausruhen hier, die Konstrukteurs-WM. Wow, das ist auch unglaublich, ey. 18 Punkte trennen einfach 3 Teams, 3 Rennen vor dem Ende. Wie cool ist das denn? Aber da bräuchten wir halt auch mal Pastor. Pastor ist der Einzige, der hier so ein bisschen aus der Reihe fällt, ne? Der hat die beiden Ferraris hier noch vor sich. Wäre der auch ein bisschen stärker, dann würden wir das jetzt anführen. Das war's jetzt auf jeden Fall von dieser Folge. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Da geht's mit Sicherheit spannend weiter. Dort geht's dann darum, diese WM-Führung zu verteidigen und möglichst natürlich noch auszubauen, auch wenn das schwierig wird mit Sicherheit. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!